Hallo meine Freunde und herzlich willkommen beim Rendite-Mobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung und dieses Video zum Depot-Update 2022, der Juni. Ja, ihr seht schon hier, ich habe Portfolio-Performance geöffnet und wie ihr auch sehen könnt, auch der Juni war jetzt mit fast 10% im Minus. Ein schlechter Monat und sogar der schlechteste Monat von den Werten, die ich hier tracke in dem Depot, den ich in diesem Jahr bisher hatte. Momentan, man sieht schon ein bisschen Juni, ich nehme das Video am 7.7. auf, ist der Juni positiv. Mal sehen, ob das so bleibt. Was wir auch sehen, ist, dass ich jetzt seitdem dieses Depot gestartet ist und ich das tracke, das ist ja, im Februar 2020 gewesen, also kurz vor Ausbruch der Corona-Krise, ist jetzt sozusagen dieses Depot mit ja, 12.600 Euro fast im Minus, also den Wert, den ich investiert habe. Davon 12.600 fast minus, interner Zinsfuß dementsprechend für diesen Monat bei fast minus 70%. Gut, sei es drum. Ihr könnt sehen, realisierte Kurserfolge und positive Kurserfolge gab es natürlich dementsprechend nicht, aber da ich auch ein Minus bei realisierten Kurserfolgen habe, habe ich wohl etwas verkauft. Des Weiteren sind auch ein bisschen Steuern angefallen, beziehungsweise ich habe in dem Fall Steuern zurückbekommen. Und es gab einiges an Erträgen, in dem Fall natürlich Dividenden. Lasst uns kurz reingehen, was ist passiert im Monat. Ich weiß, die Übersicht ist jetzt auf dem ersten Blick immer etwas erschlagend. Wir müssen uns jetzt hier so ein bisschen vom Blickfeld hier in dem Bereich bewegen. Die Käufe sind ja immer etwas in Rot, etwas auch irritierend, aber gut. Cisco Systems als ja, sozusagen Rückgrat der digitalen Wirtschaft, sage ich mal, hat jetzt Einzug in mein Depot gefunden. Ich sah eine ganz gute Chance, da mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ihr wisst, pro Wert peile ich erstmal so zwischen 5.000 und 6.000 Euro an. Dementsprechend habe ich hier die Hälfte der Sollposition schon erfüllt. Außerdem habe ich noch ein bisschen Medical Property Trust nachgekauft und ein klein bisschen von Amazon. Auch bei mir ist natürlich das Thema, man muss eben sehr aufpassen, gerade in der jetzigen Zeit, nicht alles bei The Dip, sondern durchaus nachgucken, weil ich glaube, die wenigsten von uns verfügen über unendlich Geld, was sie nachschießen könnten, weil dann ganz ehrlich, wenn man unendlich Geld hätte, bräuchte man auch dieses Spiel nicht mitspielen. Ansonsten die Dividenden gab es noch, da gehen wir aber später noch drauf rein. Und ich habe mich tatsächlich von der Wise-Position getrennt. Das möchte ich jetzt noch mal etwas genauer beleuchten und zeige euch parallel meine Vermögensaufstellung. Ihr seht, bis zu dieser Spalte hier die Wertentwicklung inklusive Dividenden seit Anfang des Trackings hier dieses Portfolios. Und zusätzlich in der letzten Spalte, was ist im letzten Monat gelaufen? Ja, wie man so ein bisschen sieht, klar, alles geht Richtung Rezession. Inflation ist ein ganz großes Thema. Um der Inflation Einhalt zu gebieten, steigern allen voran natürlich die Federal Reserve die Zinsen. Nur so kann man eben die ja, steigenden Preise einfangen und man nimmt damit natürlich auch in Kauf, die Wirtschaft etwas abzuwürgen und man versucht hier den Spagat hinzubekommen, die Inflation wieder auf ein Ziel von 2,5, 2% zu prügeln, runter zu prügeln, aber gleichzeitig die Wirtschaft nicht komplett abzuwürgen. Das ist natürlich ein riesiger Spagat. Die EZB ist gezwungenermaßen, ja, mit bei dem Spiel, ja, muss jetzt auch nachziehen, macht es auch viel langsamer, weil bei uns ist natürlich noch die Problematik mit den Energie- und Gaslieferungen, den Kosten und den noch viel explodierenderen Preisen. Und das macht es in Europa hier natürlich noch schwerer und das zeigt
sich dann eben dementsprechend auch bei den europäischen Aktien nochmal umso mehr. Dementsprechend ist natürlich eigentlich so gut wie fast alles schwach. Ich hatte das ja schon mal erwähnt. In einem Bärenmarkt bzw. in einer Rezession läuft eigentlich so gut wie gar nichts. Energiewerte ein Stück weit, wenn man dann eben auch frühzeitig eingestiegen ist, denn nämlich wenn wir in eine richtige Rezession schlittern und dementsprechend auch das Wirtschaftswachstum runtergeht, die Nachfrage dann auch runtergeht, dann ist es natürlich auch so, dass man weniger Rohstoffe und weniger Energie dann braucht. Das wäre dann ein Szenario, wo dann irgendwie alles nicht so dolle ist. Das ist ganz klar und das wünscht sich keiner. Die Glaskugel haben wir auch nicht. Wer auch immer euch das erzählen mag, würde ich mit einem, wie der Amerikaner sagt, Grain of Salt sehen. Also von daher, das ist ja auch wie immer keine Anlage- und Kaufempfehlung, sondern ich möchte euch einfach nur A, transparent zeigen, was ich mache, wie ich es mache, dass keiner hier über Wasser gehen kann und man durchaus auch mal Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte aushalten muss. Ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit eben wichtig. Macht euch eure eigenen Gedanken und über allem sollten zwei Sachen stehen. A, dass ihr eben keine Notverkäufe machen müsst. Das heißt also, ihr solltet, wenn auch die Inflation natürlich an eurem Geld knappert, solltet ihr immer darauf schauen, dass ihr im Zweifelsfall immer noch einen Puffer habt. Dass ihr dann eben auch gut schärfen könnt. Ich denke, das ist momentan einfach das Wichtigste, ne? Und vielleicht auch ein bisschen weniger Social Media konsumieren. Das würde uns wahrscheinlich allen etwas gut tun. Naja, ansonsten sieht man eben, ne? Also wenn man jetzt mal so ein bisschen durchgeht, okay, About You, ganz klassischer Konsumentenwert. Wenn die Leute weniger Geld in den Taschen haben, kaufen sie weniger Klamotten. Also geht der Bereich runter. Wir haben eine ASM Holding, klar werden Chips gebraucht, aber auch da die Thematik Angst davor, dass die Wirtschaft ins Stocken gerät, dass man eben nicht mehr so viel braucht, die Leute keine Chips mehr brauchen, weniger Autos kaufen beispielsweise und so fort, weiter und so fort. Aber natürlich auch die Rohstoffwerte, genau unter der gleichen Thematik, sind da eben abgestraft und natürlich Börse läuft immer ein Stück weit voran. Und preist natürlich auch Psychologie mit ein irgendwie, ne? Genauso haben wir mit Meta die Werbeeinnahmen, die runtergehen. Das ist immer das Erste, wo gespart wird. Ja, und last but not least natürlich, und auch da gebe ich euch immer zu bedenken, dass ihr da schaut, die REITs, auch ganz klar, müsst ihr euch immer überlegen, ihr seht es ja vielleicht auch, vielleicht habt ihr eine Immobilie, vielleicht gedenkt ihr eine Immobilie zu kaufen oder ihr verfolgt es zumindest. Wir hatten jetzt über Jahre eine Nullzinspolitik, Minuszinsen, das heißt, man konnte Immobilien finanzieren, das für 1%, 1,5%, das war bei uns so, das war nicht anders in den USA. Und ja, wenn natürlich dann eben, das sind ja dann immer nicht nur 1000 Euro, sondern Hunderttausende, Millionen und Hunderte von Millionen. Und wenn da eben der Zinssatz dann eben von 1% auf 2, 3, 4% steigt, dann ist das schon eine Menge Holz, was da mehr gezahlt wird. Worauf ich euch, das ist meine Beobachtung, einfach nur empfehlen kann, dass ihr euch eben gerade bei REITs anschaut, wann die Darlehen, also wie lange die Darlehen laufen. Ich sage jetzt mal ganz platt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein REIT entdeckt, wo alle Darlehen noch 20 Jahre eine Festzinsbindung haben, dann seid ihr, ja gut, also es kann immer irgendwie was eskalieren oder eine Gesetzesänderung kommen, aber ich sage mal, seit dem aktuellen Stand habt ihr da erstmal 20 Jahre eure Ruhe und braucht euch keine Sorgen machen. Ne? Ihr müsst das immer so ein bisschen runterbrechen auf euch selbst mit der Immobilie. Wenn jetzt aber natürlich ihr seht, dass irgendwie der Darlehensbestand eines REITs oder der darin enthaltenen Immobilien, dass da 50, 60, 70% der Darlehen in den nächsten ein, zwei Jahren ablaufen, dann ist das natürlich eine Sache, die kann kritisch sein und die schlägt sich dann eben auch in den Kursen nieder. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch erstmal eine pauschale Abstrafung da.
Was wir in diesem Markt einfach beachten müssen, dass keiner eine Glaskugel hat. Wir wissen es nicht. Wann wird die Inflation gebrochen? Wird sie gebrochen? Und wie verhalten sich die Zentralbanken danach? Genauso wie die Thematik eben mit hier mit den Energiepässen. Momentan ist es Engpässen. Momentan ist es so, dass ja, viele zittern in der Wartungsphase zwischen dem 10.11. Juli und dem 21. 22. normal 10 Tage, wo ganz normal Wartungsarbeiten bei Nord Stream 1 durchgeführt werden. Aber viele haben eben die Befürchtung, dass dann letztendlich das Gas abgestellt wird. Und dann wird es für uns alle natürlich nochmal umso enger, ganz klar. Und dann ja, ist es nicht ein Worst-Case-Szenario, aber dann werden wir uns ja auch nochmal in Deutschland höchstwahrscheinlich auf andere Zeiten einstellen müssen. Von daher, wenn ihr jetzt so zum Beispiel Fragen habt, ich beobachte beispielsweise auch BASF, ein Weltmarktführer in Deutschland, der natürlich aber auch Standorte in anderen Ländern hat, der aber auch gerade hier in Deutschland natürlich extrem Energie, also der ein extrem energiehungriges Geschäft hat. Und natürlich ist es jetzt so, dass wir teilweise echt runtergefallen sind. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Dividende trotzdem gezahlt wird, dass wie ein guter Einstiegszeitpunkt aussieht. Aber es könnte natürlich eben auch eine Value Trap sein. Und da müsst ihr, und die Frage habe ich auch für mich beantwortet, wenn ihr zum Beispiel so einen Wert auf der Watchlist habt, wollt ihr das Risiko eingehen und vielleicht beim absoluten Dip kaufen und am 22. kommt dann raus, ja, Gas wird weiter geliefert und der unsagbare schlimme Krieg endet vielleicht dann auch, dann habt ihr natürlich vielleicht den wirklich besten Zeitpunkt gefunden. Aber es kann natürlich auch sein, dass es noch alles viel schlimmer wird und dann eben BASF, Gott bewahre, dann eben auch ja, die Maschinen abschalten muss, was ja auch eine Thematik ist. Das ist ja nicht so wie ein Computer einfach an- und ausschalten, sondern da gehen dann Monate von Produktion flöten. Was das dann alles noch für die Angestellten zu bedeuten hat, steht nochmal auf einem ganz anderen Papier. Aber dann ist immer natürlich die Frage, wartet man da nicht noch mal lieber bis Ende Juli, bis das zumindest klar ist und verkauft dann vielleicht nicht beim absoluten Tiefpunkt, sondern ja, verliert in Anführungszeichen beziehungsweise nimmt nicht noch 5% Aufschwung mit, aber hat eben dann die Sicherheit, ist so eine Sache, die mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, einfach wieder dieses Thema nach Wahrscheinlichkeiten denken. Weil ich sage, okay, dann nehme ich auch lieber die weniger 5% mit, als dass ich jetzt BASF kaufe und und der Wert stürzt nochmal von 40 auf 20 ab, weil eben keine Energielieferung mehr ist. Ja. Ja, und damit wären wir soweit durch. Man muss aber ganz klar natürlich sagen, dass, und das soll jetzt nicht, dass ihr es falsch versteht, das soll jetzt keine Lobhudelei sein. Ich habe mich ja vor einer Weile dazu entschlossen, die Kryptowährung mit hier aufzunehmen, wären diese hier nicht aufgeführt oder hätte ich diese gar nicht. Ja, wäre das natürlich eine Verzerrung, würde aber dazu natürlich führen, dass auch mein Portfolio, falls ihr euch das jetzt eben so gefragt habt und so rübergegangen seid, naja, da sind ja eigentlich gar keine Meme-Werte dabei. Ja, stimmt. Und wenn auch die Dividenden das natürlich nicht ausgleichen würden, wäre es tatsächlich so, dass ich für dieses Jahr auch relativ im ruhigen Fahrwasser wäre mit diesen. Also ich müsste es jetzt ausrechnen, habe dazu keine Lust, ehrlicherweise. Aber dann könnte man durchaus sagen, dass dass die Performance hier von minus 20% wahrscheinlich eher in einem Bereich wäre zwischen, naja, minus 5% oder so. Das ist vor allem eben durch die Kryptowährung natürlich getrieben. Was ich hiermit mache, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich noch nicht. Mache ich mir momentan extrem viele Gedanken darüber. Kann euch aber da noch nicht so viel dazu sagen, weil es gibt eigentlich nur Extrempositionen zwischen, es ist eine Tulpenblase, es hat keinen Wert. Und die alten Menschen verstehen das nicht, irgendwie entweder oder.
Und von daher fällt es mir gerade so ein bisschen schwer und gefühlt ist es für mich zumindest so, je mehr Videos ich dazu gucke, stärkt es nur die eine oder andere Position. Es gibt nicht irgendwas in der Mitte. Und jetzt hier mit Sparaufträgen nochmal reinzugehen, sagt mein Bauch momentan einfach nein. Von daher bin ich da echt noch unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten durch die Branchen, also durch jetzt den Wise-Verkauf, darauf wollte ich ja noch mal ganz kurz eingehen mit Blick auf die Uhrzeit. Wise ist ja ein Unternehmen aus Großbritannien, habe ich ja schon gesagt, was wesentlich günstiger und auch schneller den Umtausch von Währungen anbietet. Mir ist jetzt einfach aufgegangen, dass ich viel zu früh zu einem viel zu hohen Kurs rein bin. Und ich glaube, selbst jetzt, natürlich ist es klar, also jetzt am 7. kann ich sagen, okay, jetzt ist der Preis wieder etwas höher gegangen, wäre trotzdem noch ein Minus. Es ist nun mal so, dass sie in dem Sinne keinen großartigen Burggraben haben. Wir haben natürlich Western Union, aber wir haben auch immer mehr Zahlungsdienstleister, die reindrängen, die natürlich ein riesiges Ökosystem haben. Eine PayPal ist natürlich allen voran, aber eben auch eine Mastercard, eine Visa, die im Hintergrund natürlich immer sind. Jetzt Apple Pay, Samsung will oder ist, also Alphabet mit Google ist ja auch auf dem Markt und die bieten das so nebenbei an. Und die Frage ist natürlich, wie viele Leute werden sich noch ein zusätzliches System holen, selbst wenn es besser ist als die anderen und etwas günstiger. Es ist so dieser Amazon-Effekt, ne? Wenn man dann einmal da war, dann guckt man, okay, was habe ich bei dem anderen? Oh, ja, 0,0 irgendwas, lohnt für die meisten nicht. Von daher hatte ich mich dann dazu entschlossen, mich jetzt komplett davon zu trennen und die Verluste zu realisieren. Habe ein bisschen Steuererstattung wiederbekommen. Und zusätzlich, was mir nicht gefallen hat, macht ja immer erstmal, sagt, dass jemand unschuldig ist, solange bis das Gegenteil bewiesen ist. Dem schließe ich mich auch an. Aber einer der Co-Founder und CEO, bei dem ist es eben so, dass der ja, gerade eine Prüfung hat, privat von der Steuer und wohl die Steuer hinterzogen haben soll. Ja, und das hat natürlich dann auch einen gewissen Rattenschwanz. Dazu kommt, dass die Wachstumsraten von Wise immer noch intakt sind, aber die Personalkosten und die Marketingkosten sind im gleichen Schritt gewachsen, beziehungsweise sogar noch mehr gewachsen. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, da sehe ich jetzt auch nicht, dass sie in absehbarer Zukunft ja, auf ein anständiges KGV kommen, was momentan und auch wahrscheinlich für die zumindest nächsten Monate, dieses Jahr und nächstes Jahr, das Nonplusultra wieder sein wird. Von daher bin ich da einfach vorsichtig und habe gesagt, okay, ich gehe da raus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Gucken wir uns noch mal ganz kurz die Dividenden an. Hier gab es im Juni etwas weniger. Das ist allerdings nur dem geschuldet, dass beispielsweise eine Amadeus Fire schon im Mai gezahlt hat, die 90 Euro, und jetzt beispielsweise, um dann mal vorzugreifen, eine Coca-Cola normalerweise hier im Juni, aber zum 1.7. dann erst ankam. Nichtsdestotrotz, ich gucke mir natürlich, also insgesamt soll es über die ganzen Monate steigern und es ist natürlich auch schön, wenn es jeden Monat im Vergleich zum Vorjahres Monat steigt, aber insgesamt zählt natürlich was am Ende des Jahres, dass es höher ist. Also wenn ich jetzt hier Coca-Cola in den Juni reinrechne und auch Amadeus Fire, ist der Mai besser in diesem Jahr als letztes Jahr und der Juni auch besser als im letzten Jahr. Das hat sich eben nur ein bisschen verschoben. Ja, und jetzt nochmal ganz kurz das Witzige. Trotz der Krypto-Sachen ist es einfach so, klar, ich bin ja schon darauf eingegangen, woran es vor allem in Europa, aber auch hier in Deutschland liegt. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass ja, ich mit meinem Portfolio im letzten Monat kaum schlechter als der Nasdaq abgeschnitten habe und tatsächlich noch besser, also nicht ganz so schlecht, muss man so rum sagen, wie der DAX. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, also so viel zu der Aufstellung.
vom Monat Juni. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Würde mich natürlich über eine Diskussion auch darüber freuen, wie ihr das seht. Hättet ihr das mit Wise auch so gemacht? Welche Strategie habt ihr? Dieses Portfolio, nochmal so viel sei gesagt, ist ja kein Ansparportfolio, weil auch der Cost-Average-Effekt natürlich insofern nur wirkt, wenn die Einzahlungen im Verhältnis schon zum schon vorhandenen Wert in der Aktie auch in einem Verhältnis stehen, dass sie noch irgendwas bewirken. Dementsprechend ist das hier ein Einmalzahl-Depot, wenn man so möchte. Ich habe ja noch mal ein Sparplan-Depot laufen. Nur so viel dazu noch mal, falls ihr da noch mal die ein oder andere Frage oder schon mal beantwortet vorweggenommen. Hoffe, hat es euch gefallen. Würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Markus. Ciao.